Herzlich willkommen zurück bei Little Big Adventure, Twinsen's Quest. Wir müssen hier dringend ausbrechen, aber oh nein, wie sollen wir das nur schaffen? Hier ist ja gar nicht ersichtlich, was man tun könnte. Man kriegt auch gar keine Hinweise. Tschüss. Okay, so, jetzt sind wir hier in der Kanalisation. Ich habe jetzt keinen magischen Ball zur Hand. Der wird mir verwehrt. Okay, das war einfach. LBA, Proxim City Sewer Service, Ferry Street. So, ja, also ausbrechen aus den Gefängnissen, das ist gar kein Problem. Aber das liegt diesmal ausnahmsweise mal nicht am Remake, das war immer schon relativ einfach. Aus den diversen Gefängnissen auszubrechen hier. Da ist unser Twinsen wirklich ein Profi. So, was haben wir hier? I have retrieved all the items that were in my inventory. Nice. So, da sind wir wieder gut ausgerüstet. Was kannst du uns erzählen? I would like to learn more about the pirate LeBorn. I know there's some information about it in the museum. I spent days installing the alarm for the museum. I had to pull cables through all the sewers. It was exhausting. But it works. Now, if someone steps on the floor when the alarm is on, it'll sound immediately. No one will be able to break in. Unless, of course, they can fly over the floor. Ja, und das kann natürlich keiner. Ja, ja. Der Museumswächter hat mich entlarvt. Ich muss einen anderen Weg hineinfinden. Mit dem Gefängnisknopf löst man Alarm im Museum aus. Und die Kanalisation verbindet das Gefängnis mit dem Museum. Ja, okay, okay, okay. Zack. Oh, hier fehlt aber was. 24-hour guard post. Please do not disturb. Müsste da hier nicht dann ein Plakat an der Wand hängen, wenn ich es schon lesen kann? Hallo. Hallo. Oh, das ist aber hier clippingmäßig auch, sieht sehr gut aus. Ja, alles klar. I would like to learn more about the pirate LeBorn. I don't know. Twinsen, you came to Proxima too? You want to buy a hairdryer? I'll give you one for 30 caches. It's a real bargain. Ja, okay. Von mir aus. Tralalalala. Hier möchte ich, glaube ich, noch nicht lang. Wir waren, glaube ich, noch nicht hier in diesem Gebäude. Ich habe zwischen den Folgen nochmal in den ersten... Take a look around and pick whatever you like. But don't forget to pay. Okay, in den ersten Playtest reingeschaut. Ja, da muss man sagen, es hat sich schon deutlich zum Positiven entwickelt. Also wenn ich mir den ersten Playtest jetzt nochmal anschaue, das war ja wirklich, also, gruselig. Naja. I would like to learn more about the pirate LeBorn. Check the museum. Welcome to my store. Take a look around and pick whatever you like. But don't forget to pay. Ja, das hast du schon mal gesagt. Na gut, ich glaube, ich möchte aber hier gerade gar nichts kaufen. Oh, was? Oh, doch, hier. Das habe ich ja noch gar nicht. Hier. Hallo? Hallo? One Mega Penguin costs 3 caches. Yes, I would. Na klar. Schön, schön, schön. Na, da angelt wer? Guten Tag, wer bist denn du? Hello. I would like to learn more about the pirate LeBorn. Pirate LeBorn? Yeah, that sounds familiar. There's some of his old stuff in the museum. Ich kenne dich gar nicht. Warst du im Original auch schon da und hast geangelt? Ich weiß es nicht. Oh, hallo. Dich kenne ich auch nicht. Hello. Wer bist denn du? Hey, have you heard about the rebels? Rumor is, they've got a new leader. Entschuldigung. Da musste ich mal ganz kurz niesen.
hoffe, ich denke daran, das rauszuschneiden. Uiuiuiui. Okay, Sekunde. Bin gleich wieder bei euch. Moment. So. Was? Zed war das jetzt hier? Nochmal, jetzt war ich völlig raus. Hey, have you heard about the rebels? Rumor is they've got a new leader. Einen neuen Anführer? Oh, ich ahne. Ich ahne, wer das sein könnte. So, Herzchen brauchen wir immer noch nicht. Hallo? Na, wenn das nicht mal... Warum fehlt dir ein Bein? Im Nachfolger fehlt dir kein Bein. Warum fehlt dir jetzt ein Bein? Hallo, Baldino. More about the pirate LeBorn. I know there's some information about it in the museum. Dankeschön. So, you found a hair dryer? Wonderful. Just give me a minute to install the Rheostat. Was? Das ist mein Haartrockner. Ey! I've heard there's a treasure that belonged to the pirate LeBorn in the museum. However, it's impossible to access it. Unless... Yes, my protopack could be very useful to you in this museum. Would you like to test it for me? I'll pay you for it. Ja klar. Yes, that's top notch. Protopack, juhu! Ich muss Jeans Bruder auf der Insel Proxima finden. Ach ja, da war ja was. Kann ich denn Ausrüstung... Zack. Juhu! Jetzt kann ich... Fliegen würde ich es gar nicht nennen, aber schweben würde ich sagen, ist das schon. Ich kann schweben. Hier, oh. Also kämpfen ist wirklich kein Problem in dem Spiel. So, guten Tag. I would like to learn more about the pirate LeBorn. My brother was captured by Funfrock due to his involvement in making microchips. He's being held in Funfrock's HQ. You know, with a microchip, I could create a red card, for example. My name is Twinson. I saw your brother. He's fine. He's in prison, but he gave me a microchip. Und ich soll dir Amos sagen, sowas im Original. Okay, that's perfect. Just give me a moment. Gut. Dann haben wir jetzt eine rote Magnetkarte. Das ist perfekt. Dann können wir uns jetzt vielleicht wirklich mal ein bisschen im Museum umschauen. Muss ich das hier selber machen? Ausrüstung. Hoch? Nein, halt. Diverses. Rote Magnetkarte. Jawohl. Zack. Und unser Freund der Clipping-Fehler war bei der Tür auch wieder dabei. Geht's hier auf? Ja. So, jetzt ist ja gerade kein Alarm an. Das heißt, jetzt können wir hier auch einfach rumlaufen. Hä? A pirate flag was stolen in 1994. Ach, okay. Jetzt wollte ich gerade schon meckern, hier fehlt wieder was. Aber hier fehlt tatsächlich was, weil es wurde 1994 schon geklaut. Ja. Das haben wir im Original getan. Scheinbar muss man das jetzt nicht tun. Mal gucken. I would like to learn more about the pirate LeBorn. You're asking so many questions. Just take a look around the museum. It's not hard. Okay, Tiffane. Danke, Tiffane. Was für ein schöner Name. Tiffane. Life candies. 10 hearts for 10 caches? Auf gar keinen Fall. Hallo. I would like to learn more about the pirate LeBorn. Hi. I don't know what you're talking about. I love the sea. The sea is beautiful. It's blue.
Was ist das denn? Was ist das denn für eine Figur? Mermaid of Boo. This marine figure was discovered in the middle of the desert. Es gab hier irgendwann im Laufe der Entwicklung mal, soweit ich weiß, war es ein kleiner Wettbewerb oder so, da konnte man eine Fanart konnte man einreichen und dann sollte das eigentlich hier im Museum hängen. Haben sie das doch wieder rückgängig gemacht? Ha. Kaboom. Das war früher zumindest mal ein Achievement wert. Also früher in der alten Version. Guck mal, ein Geheimgang. Hallo, was machst du hier oben? I've never seen a storm like that before. Never. Hello. I would like to learn. Stand in front of Laborda's chest in the museum and read the sign. Here, this will make you feel better. Juhu, vielen Dank. Brauchen wir nur nicht. Ja, das war so ein kleines Easter Egg schon im Original. Da war es allerdings insofern besser versteckt, dass man in der Wand hier, man hat da hier was abzeichnen sehen. Das hat man im Original nicht. Da musste man so irgendwie drauf kommen und damit war es fast unmöglich drauf zu kommen, ehrlich gesagt. Das ist ja nicht Doom, wo man ständig die Leertaste drückt und an Wänden vorbeigeht. I would like to learn more about the pirate LeBorn. Aber irgendwann. Look at the signs. There are items here that once belonged to LeBorgne. Ich kann es ehrlich gesagt gar nicht genau sagen, ob ich da selber drauf gekommen bin damals, nach dem 10.000. Mal spielen oder ob ich es irgendwann mal gelesen habe. Ich weiß es nicht mehr. War jedenfalls nicht so leicht, das herauszufinden. Financial Shark. This specimen of shark belongs to the family of film producers. Ja, ja. Guten Tag. Captain LeBorn's treasure, this chest, which holds a lifetime of ill-gotten gains, was seized by the tax authorities, aka the infamous pirates' only known predator. Ja, okay. So, LeBorn's Schatz. Okay, okay. Okay, okay. Hier ist sonst nichts mehr zum Anschauen. Nö. Ja gut. Dann würde ich sagen, aua. Mensch, jetzt habe ich tatsächlich mein Herz verloren. Dann sollten wir jetzt mal diesen Alarm auslösen. Fliegen können wir ja schon. Die Schlangen waren früher auch eine größere Herausforderung. Halt, falsche Taste. Hier. Du bist ein bisschen blass um die Nase, Herr Wächter. I would like to learn more about the pirate LeBorn. Go visit the museum. And don't touch the alarm button on the wall. Oh, doch, genau das werde ich tun. Wie war das? Ich hätte erst ihn fixieren müssen. Naja, egal. So. Tada! Alarm, Alarm. Und jetzt wieder zurück. Na komm. Man hört, dass was anders ist. Man sieht es nicht. Jetzt war ich kurz irritiert. Jetzt dachte ich kurz, ich hätte was falsch gemacht. Weil die Lichtverhältnisse gleich sind. Im Original war es dann hier dunkel. Aber da unten läuft eine Wache und man hört, ja, und da oben konnte man es kurz sehen. Das sind diese Überwachungsmodule, die man schon kennt. Hier am Teppich darf ich zum Glück stehen bleiben. Wo fährst du lang? Da lang.
Okay. Ja, ist in Ordnung. Da ist auch ein Modul. Ja, das lief doch jetzt ganz gut. So. Alter Schlüssel. Da, 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 da. So, und ab nach unten. Und das war's. Dankeschön, beehren Sie uns bald wieder. Ich wüsste ja gerne... Also ich weiß nicht, falls jemand von euch das Original nicht gespielt hat, aber das jetzt hier so interessant fand, dass er sich es vielleicht auch mal selber anschaut zum Spielen. Mich würde echt interessieren, findet ihr das herausfordernd? Ist das schwer oder leicht? Okay, naja, wir sind dann mal weg. Bei mir kommt es wirklich echt recht leicht vor bisher. Ich habe es jetzt schon ein paar Mal erwähnt, ich werde auch nicht müde, es zu erwähnen. Ah ja, mal gucken. Aber die richtig schweren Stellen, also Bü-Tempel wäre eine richtig schwere Stelle gewesen, aber es gibt noch andere sehr herausfordernde Stellen. Schauen wir mal, wie es da dann geregelt ist. So. Wir fahren jetzt erstmal wieder nach Hause. Und zwar diesmal wirklich nach Hause. Also wir parken auch, also legen auch hier an, direkt an unserem Haus. Und können dann jetzt hier mit dem alten Schlüssel hier hoffentlich aufschließen. Ja. Achso, falscher Schlüssel. Da. Okay. So. Was lesen wir denn hier? Sandals Well must be protected at all costs. Those who read these lines in the language of the wizards must be of my blood. To convey the Sendel's words through time, I have created three runestones. The Stone of Knowledge, the Stone of the Artifact, and the Stone of Freedom. Each stone holds a secret. From Hegesippa. Okay. Stein des Wissens, Stein des Artefakts, Stein der Freiheit. Die Runensteine schützen den Sendelbrunnen. Ich muss sie aktivieren, um hineinzukommen. Okay. Was finden wir hier? Sendelmedaillon und das Horn von Gorley. Dieses Medaillon. Es scheint meine Zauberkräfte zu verbessern. Und gibt es irgendeine Erklärung für das Horn oder muss ich da selber drauf kommen? Ah. Guck mal, okay. So kriegen wir da Hinweise. Ja, kann ich... gibt es da eine Taste für? Um das zu tun? Zeigst du es mir nur an? Kann ich jetzt nicht einfach... Nö. Ach, ja, nächste Magiestufe übrigens. Können wir noch weiter werfen, das ist ganz gut. Muss ich das jetzt immer im Inventar dann auswählen vielleicht? Falsche Taste. So. Yay. Kleeblätter, die keiner braucht. Dankeschön. Na gut, in mein Haus möchte ich nicht. Ich gehe jetzt hier wieder zurück. Runensteine. Noch eine Ecke auf der Insel Proxima, die wir bisher noch nicht erledigt haben. Guck mal, jetzt hat er hier sein Amulett, wie schön. Deswegen geht's nochmal zurück zur Insel Proxima. Vielleicht hätten wir das auch vorher schon machen können, aber ich weiß nicht. Jetzt gehen wir erstmal hier lang. Was machst du da? Du schießt nur in die Richtung? Das ist ja einfach. Hä?
Warum machst du das? Ich bin, ja, ich beschwere mich nicht. Where should I go now? To the Stone of Knowledge. Oh, wie praktisch. Er hört auf zu schießen, wenn ich dran vorbeifahre. Das ist doch super. I am the Stone of Knowledge, relic of the Sendels. Deep within the planet's heart, the Sendels dance. The only connection between us lies in the well beyond the Hamalayi. Mhm. Okay, Sendelbrunnen. Okay, damit haben wir jetzt hier ein bisschen Weisheit bekommen. Zum Hamalayi muss ich, na gut. Gehen wir aber erst noch mal hier hinten hin. Easy. Ah, hier kann man zu Fuß gehen. Das konnte man früher nicht. Cool, das mag ich. Oh, ist hier eine Palme entwurzelt. So, hier. Einmal bitte tröten. Danke. Ah, cool. Oh, das sieht anders aus. Das gefällt mir. Ich mag es, wenn sie ein bisschen was ergänzen. Das sieht auch ganz anders aus hier. Cool. Ich gehe erstmal hier außen rum. Wir werden gleich fliegen müssen, nehme ich mal an. Okay, jetzt irgendwas Tolles zu entdecken hier außenrum gibt es erstmal nicht. Ach, die Musik. Ich mag die Musik. Ach, ja, schön. I am the stone of the artifact, relic of the Sendels. This flute turns ice into sacred water. Its melody unveils the Clearwater Lake. Okay. What? Did you manage to retrieve the artifact? Who are you? Was? Oh, hallo. I've spent ages in this cave trying to unlock the secret of this stone, and you just pop out and activate it. Ja, easy. What do you want? Hast du eine Pistole in der Hand? Judging by your tunic, the same as you. To understand the Sendels. I suppose if you've been chosen, then we can trust you. Not like we have much choice anyway. I'm looking for a way to defeat Dr. Funfrock, like many others. You're with the Rebellion, right? Hit and sunk. We could use a quetch like you, especially with your magic bull. We live on a hidden island, but it's only a matter of time until Funfrock finds us. Take this flag as a token of recognition. If you don't show it, my friends won't let you access the island. Okay. I marked a location on your holomap. Was war das jetzt? So, noch ein bisschen Geld sammeln und ganz viele Herzen, das ist ja lustig. Ja, das können wir wegpacken, dankeschön. Warum läufst du jetzt einfach wieder weg? Naja, egal. Holomap war hier. So. Ist das die Hauptinsel? Wüste? Rebellioninsel. Kann ich mir die ansehen? Nee. Nur wenn ich draufstehe, okay. Auf der Hauptinsel, da kann ich was zoomen. Was muss ich denn hier noch tun? Warum habe ich denn hier noch ein Ausrufezeichen eigentlich? Weiß nicht. Das sieht aus wie im Laden, aber da war ich doch schon für das Logbuch, dachte ich. So, du bist nochmal hier. Gar kein Problem. Where should I go now? So, jetzt können wir schon zum Hamalayi fahren und zur Rebellioninsel. Ich glaube,
Wir sollten zuerst zur Rebellion-Insel. To Rebellion Island. Uns erstmal mit anderen Widerstandskämpfern vielleicht vernetzen. Wenn die geheim ist, dann bin ich gespannt, wie sie aussieht. Oh. Go back to Funfrock, you spy. Oh, ups. Hätte ich die Flagge vielleicht erst dran machen sollen? Sieht so aus. Oh, jetzt fliehe ich an den Amalai. Interessant. Jetzt bin ich im Schnee und Eis. Na gut. Ja, alles klar. Aber ich glaube, dann nutzen wir das jetzt hier, um an der Stelle einfach mal zu unterbrechen für heute. Ja, okay. Wir kamen gut voran. Jetzt haben wir schon die dritte Magiestufe, den roten Ball. Und ja, so langsam kommt es, glaube ich, hier auch in Fahrt. Okay, dann machen wir für heute hier Schluss. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.